An der Carola-Brücke bereiten Bauarbeiter einen geplanten Einsturz vor. Ab dem 7. Oktober sollen die noch stehenden Brückenteile abgerissen werden. Wir gehen davon aus, dass das alles im Zeitplan passt, dass wir, wenn wir die Altstadter Seite abgebrochen haben, dass wir dann einen so niedrigen Wasserstand von kleiner 2,30 Meter haben, um uns dann in die Elbe reinzuwagen und die anderen Teile abzubrechen. Insgesamt sollen die Arbeiten 11 Wochen dauern, vorausgesetzt, der Wasserpegel der Elbe steigt nicht. Vor knapp 3 Wochen war die Brücke in der Nacht ohne Fremdeinwirkung eingestürzt. Wegen des angekündigten Hochwassers waren unter Zeitdruck nur Aufräumarbeiten möglich. Mit dem Einsturz war aber auch die Fernwärmeleitung zwischen den Ufern unterbrochen, die wieder hergestellt werden muss. Dementsprechend haben wir uns für die am schnellsten umsetzbare Variante entschieden, sodass wir die Fernwärmeleitung über die Augustusbrücke legen. Dort schließen wir am Theaterplatz an und werden dann wieder am Blockhaus den Ringschluss finden. Laut der Stadt haben sowohl Bund als auch Land finanzielle Unterstützung zugesagt.